dieses Gefühl, wenn du deinen nächsten Kurzurlaub gebucht hast. Die besten Ideen auf kurzurlaub.de. 2 bis 5 Tage frei. Ein herzliches Willkommen zur Pressekonferenz vor dem Hansa-Heimspiel gegen den VfL Lübeck am Sonnabend um 13.30 Uhr Anschluss. Für uns stehen heute Jens Hertel, unser Cheftrainer, und Jan Löhmannsröben zur Verfügung für eure Fragen. Wir legen mal mit Jens los. Wie immer der obligatorische Blick auf die Verletztenliste. Aktuell dürfte es nur Tobias Schwede und unsere Langzeitverletzten sein, ne? Genau. Also Tobi hat seine OP gut überstanden. Der war heute auch schon wieder da. Also ist eine Nacht im Krankenhaus geblieben. Fühlt sich jetzt eben auch besser. Hat natürlich jetzt, glaube ich, 2 Narben etwas länger am Oberschenkel, die ihm dann sicherlich noch ein paar Tage Probleme machen werden. Aber er ist zumindest jetzt so rein, was ich jetzt von ihm gehört habe, auf einem guten Weg. Aber wie gesagt, für das Wochenende fällt er definitiv aus. Maurice eben auch. Und Ben ist schon wieder voll im Training, aber ich denke, da werden wir jetzt am letzten Spieltag auch nichts ändern. Gut, dann von dieser Stelle nochmal herzliche Genesungsgrüße an Tobias Schwede und dann würde ich auch gleich mal hier euch das Wort übergeben. Wer denn die erste Frage? Jan. Herr Hertel, vielleicht können Sie uns einen kleinen Einblick geben, wie Sie in dieser Woche auf die Mannschaft einwirken. Versuchen Sie da ganz bewusst nochmal die Sinne zu schärfen, oder eben auch ganz bewusst nicht, dass Sie eher alles so machen wollen wie immer? Ja, also natürlich in so einer Phase, wie wir jetzt sind, dann ist Routine und ähnliche Abläufe sind dann schon gut, weil darauf liegt dann halt auch der Fokus. Und da jetzt in der letzten Woche alles anders zu machen, wir haben sicherlich immer neue Elemente auch im Training dabei, da wiederholt sich also punktuell immer mal Sachen, aber grundsätzlich versuchen wir uns da auch immer Gedanken zu machen, was wir da vielleicht auch hier und da ein Stück weit ändern können, aber die grundsätzlichen Sachen bleiben alle gleich und für uns ist halt wichtig, dass wir uns bei all dem, was ringsherum jetzt passiert, eben nur auf dieses Spiel fokussieren, alles andere weglassen und deswegen wäre ich jetzt auch in der PK eigentlich nur zu sportlichen Sachen irgendwie Rede und Antwort stehen, alles andere ist nicht unsere Baustelle, wir müssen uns auf dieses Spiel konzentrieren und alles andere, das kommt, wie es kommen wird, da machen wir uns keine Gedanken. Spüren Sie denn im Team eine ganz besondere Anspannung vor diesen wichtigen Spielen? Ja, es ist jetzt nicht anders als in den anderen Wochen. Es ist, jedes Spiel in dieser Liga ist extrem wichtig und Sie wissen dann natürlich auch, dass jetzt dieses Spiel am Sonntag natürlich schon das letzte Spiel sein kann. Aber grundsätzlich sind Sie jetzt dann eigentlich jetzt nicht extra irgendwie fest oder besonders motiviert oder besonders locker, sondern es ist eigentlich ein Stück weit wie immer. Eine Frage habe ich noch. Als Sie am vergangenen Sonntag erfahren haben, dass aller Voraussicht nach Ihrer Mannschaft gegen Lübeck oder vermutlich auch ein Unentschieden reichen wird, haben Sie gesagt, okay, verbessert unsere Ausgangsposition noch ein bisschen? Oder haben Sie sich da eher gedacht, vielleicht ist das gar nicht so gut? Nee, ich habe das eigentlich im Vorfeld ja schon gesagt. Für uns hat sich ja nichts geändert. Wir haben es in der eigenen Hand und um sicher zu gehen, müssen wir das Spiel gewinnen. Deswegen haben wir das jetzt eigentlich auch diesen Sonntag überhaupt nicht groß, hat für uns keine Relevanz gehabt. Und alles andere sind Dinge, da kann man sich dann nach dem Spiel befassen, aber vor dem Spiel auf gar keinen Fall. Wir wollen das Spiel hier gewinnen und darauf bereiten wir uns vor. Was natürlich schon auch eine komplizierte Aufgabe wird, das muss man auch dazu sagen, weil die Lübecker machen das zuletzt nicht so schlecht und die werden sich auch ordentlich verabschieden wollen aus der Liga. Danke sehr. Roland Kahl von HL Sports. Ja, wunderbar. Schönen guten Tag. Moin aus Lübeck. Kann man mich gut verstehen, ja? Ne? Sehr gut. Ich habe eine Frage zu Montag. Da waren Sie ja in Lübeck. Und die Frage ist, welche Erkenntnisse haben Sie aus dem Spiel herausgezogen? Welche Schwächen haben Sie vor allen Dingen beim VfB ausgemacht? Ja, Schwächen, es ist immer, ich glaube, das ist ein bisschen kompliziert. Sie waren natürlich, das hat man ihnen angemerkt, das war anders als in den Spielen zum Beispiel in Meppen oder in Magdeburg, dass sie die Anfangsphase irgendwo hatten sie richtig Druck und sind schlecht ins Spiel reingekommen, was sie in den anderen Spielen eigentlich gar nicht hatten.
und lagen dann halt relativ schnell 1-0 zurück und haben sich dann aber aus meiner Sicht super in das Spiel zurückgearbeitet und auch verdient den Ausgleich gemacht. Und ich glaube, wenn es die rote Karte nicht gibt, ich glaube, hätte Lübeck das Spiel eben doch gewonnen. Und von der Seite her gucke ich eher auf das, was die Jungs gut können und was sie gut gemacht haben, was sie auch in den letzten Wochen, finde ich, dann auch eine richtig gute Leistung eben auch gebracht haben. Aber natürlich in den entscheidenden Momenten vor beiden Toren haben sie dann halt nicht immer die richtigen Entscheidungen getroffen und deswegen sind sie eben jetzt an dem Punkt, wo sie sind. Lübeck kann ja auch das erste Mal so richtig ohne Druck aufspielen. Das hatte die Mannschaft in dieser Saison noch gar nicht. Wie gefährlich ist das denn jetzt für Sie oder für Ihre Mannschaft? Ja, das kann ich jetzt im Vorfeld natürlich nicht sagen, weil was jetzt die Lübecker machen. Das liegt immer natürlich ein Stück weit auch in unserer Hand, wie wir in dieses Spiel reinkommen, wie wir das Spiel angehen. Und das ist dann immer Wirkung und Wechselwirkung. Und natürlich haben die Lübecker auf der einen Seite nichts mehr zu verlieren, können locker aufspielen. Auf der anderen Seite haben sie eben auch nichts mehr zu gewinnen. Und sie haben halt, ich glaube, das ist immer auch nicht ganz so einfach zu verdauen, wenn es dann eben auch feststeht, dass du dein Saisonziel nicht erreicht hast. Ich glaube schon, dass an dem Montag da auch schon relativ viel Energie verloren gegangen ist. Aber klar, das ist jetzt bis Sonnabend genügend Zeit, um da auch einen Schlussstrich zu ziehen und sich dann nochmal neu zu fokussieren und das Spiel dann hier auch in Rostock nochmal vernünftig zu gestalten. Das werden sie auf alle Fälle tun. Ich glaube, der Trainer ist jetzt so lange da, der müsste ja fast mit der Trainer sein, der am längsten beschäftigt ist von allen Trainern, die jetzt im Moment in der dritten Liga arbeiten. Und für ihn geht das jetzt alles, was ich dann gelesen habe, zu Ende. Und deswegen wird er sich dann ordentlich verabschieden wollen, auch mit seiner Mannschaft. Und deswegen ist das für uns eine extrem unangenehme Aufgabe, aber angenehme Aufgaben gibt es in dieser Liga nicht. Wir haben alles in der eigenen Hand und wir sollten das jetzt hier auch über die Ziellinie bringen am Sonnabend. Zwei Fragen habe ich noch, wenn ich darf. Spielt das Hinspiel in den Köpfen da noch eine Rolle? Und die zweite Frage gleich am Anschluss, wird es Informationen aus Ingolstadt auf der Bank geben? Also das Hinspiel haben wir natürlich nicht mehr ganz groß thematisiert, aber heute in der Videoanalyse haben wir natürlich schon nochmal die eine oder andere Szene ablaufen lassen, was uns da, was wir da falsch gemacht haben, beziehungsweise nicht so gut gemacht haben und was die Lübecker an dem Tag gut gemacht haben und dass uns das natürlich jetzt hier auch zu Hause nicht passieren darf. Auf der anderen Seite, am letzten Spieltag hat dann die Tabelle natürlich Bestand und da solltest du dann schon ab und zu mal natürlich reagieren können auf die Dinge, die woanders passieren. Und deswegen werden wir schon auch immer informiert sein, was auf den anderen Plätzen dann eben doch los ist. Okay, alles klar. Vielen Dank und viel Erfolg für Sonnabend. Danke. Ja, sehr schön. Und zwar meine Frage, der Kollege hat es vorhin schon angesprochen, die Ausgangslage könnte besser nicht sein. Zudem nimmt sich ja die Konkurrenz auch so ein bisschen die Punkte weg, möglicherweise. Wie ist denn so Ihr persönliches Bauchgefühl eigentlich? Haben Sie überhaupt noch Zweifel, dass es am Samstag vielleicht nicht reichen könnte durch irgendeinen blöden Zufall? Also im Fußball oder im Leben stehen immer Dinge erst fest, wenn sie feststehen. Und die stehen noch nicht fest. Wir brauchen diesen Dreier unbedingt, um dann sicher zu sein. Deswegen gibt es immer eine Restmöglichkeit oder einen Restzweifel. Das ist ja völlig klar, weil wir alle haben auch schon viel erlebt im Fußball. Gerade am Ende der Saison kommen dann manchmal kuriose Ergebnisse auch zustande. Das sieht man ja jetzt auch gestern in den Pokalspielen, hätte man ja nie gedacht, was da für Ergebnisse zustande gekommen sind. Und da sieht man dann, was passiert, auch wenn Mannschaften eben auch gerade Drittligisten gegen Regionalligisten Druck haben. Und dass es dann manchmal nicht so einfach ist, auch mit diesem Druck umzugehen. Und dann kommen auf einmal Ergebnisse zustande, die du hättest nie vorstellen können. Und deswegen sollten wir wachsam sein und unseren Job machen und uns nur auf das konzentrieren. Und da sind wir gut gefahren in der gesamten Saison. Und das werden wir jetzt am letzten Spieltag nicht ändern. Und wenn wir das gut durchziehen, dann werden wir auch über die Ziellinie gehen. Eine Frage würde ich gleich noch anschließen, und zwar, wer wäre Ihnen denn von den beiden, die da jetzt noch um den Aufstieg kämpfen, lieber? Also mit wem würden Sie denn lieber nächste Saison in der zweiten Liga spielen? Das ist eine rhetorische Frage, und was wäre wenn? Deswegen
Mir ist das am Ende völlig egal, wir schauen nur auf uns und wir sind für uns wichtig. Wie die Prioritäten andersrum sind, das ist mir jetzt im Moment eigentlich egal. Natürlich würden wir uns freuen, wenn wir irgendwann nach einer Viertelstunde die Nachricht kriegen, dass 60 3-0 führt in Ingolstadt, weil es ja dann für uns ein Stück weit einfacher wird. Aber grundsätzlich habe ich da jetzt keine ganz großen Prioritäten. Ja, danke. Herr Hertel, es wird ja erstmals wieder mit richtig Zuschauern gehen, 7.500. Müssen Sie die Mannschaft da nochmal auch vorbereiten drauf? Es gibt ja sicherlich Spieler auch bei Ihnen, die das in Rostock noch gar nicht kennen, mit so vielen Zuschauern im Rücken, sage ich mal. Ja, das ist halt eine Situation, die ist, wie sie ist. Aber sie darf am Ende deswegen sportlich auf dem Platz jetzt keine negativen Auswirkungen haben. Deswegen... Ja, also besonders haben wir es nicht thematisiert. Wir haben es natürlich angesprochen. Wir wissen, wie auch die Stimmung im Ostseestadion sein kann, positiv wie negativ. Und das haben wir nochmal kurz angesprochen. Aber grundsätzlich ganz groß kann man das eben auch nicht irgendwo in einer Videositzung ansprechen. Und fühlen tut sich dann immer ganz anders an. Wenn man dann auf dem Platz steht, muss man es erleben. Und das müssen auch die Jungs, die eben jetzt noch gar nicht hier vor so viel Zuschauern gespielt haben, dann eben dann hinkriegen. Danke. Elisabeth Reinhold von Ostgewelle. Aber was war denn das für ein Gefühl für Sie, als Sie erfahren haben, dass 7.500 Fans, Zuschauer mit dabei sein dürfen? Wie gesagt, das hat man registriert am Ende. Wir freuen uns natürlich auf der einen Seite. Auf der anderen Seite kriegt man natürlich auch die gesamten Stimmen mit, die natürlich jetzt sagen, oh, das ist jetzt ein bisschen ungerecht. Und deswegen... Dazu zu dem Thema will ich mich eigentlich gar nicht groß äußern. Wir müssen es am Ende des Tages, können wir es nach dem Spiel dann beurteilen, ob es gut oder nicht so gut war. Alexander Kops vom NDR. Ja, Herr Hertel, egal wie das da am Samstag ausgeht, ich finde, Hansa hat eine beeindruckende Saison gespielt bis hierhin. Ich habe leider die Aufgabe, einen Beitrag zu machen, der nur im Aufstiegsfall gesendet wird. Konnten Sie mich verstehen? Hallo? Nee, gar nicht. Jetzt verstehen wir Sie wieder gut, aber jetzt geht's. Herr Hertel, ich habe die Aufgabe, für Samstag einen Beitrag zu machen, der nur im Aufstiegsfall gesendet wird. Und ich finde ja, egal wie das Samstag endet, Hansa hat eine beeindruckende Saison gespielt. Und können Sie mir nochmal sagen, was so die Erfolgsfaktoren waren in der Saison, warum Sie da oben stehen? Ja, also grundsätzlich ist es jetzt schon natürlich immer so, dass Geschichten im Fußball immer von hinten erzählt werden. Und das wird auch so sein nach dem Spiel am Sonnabend. Wenn wir wissen, wie es am Ende ausgegangen ist und danach wird am Ende auch die Saison beurteilt. Trotzdem, klar, gebe ich Ihnen recht, wir haben 70 Punkte geholt, wir haben eine unfassbare Mentalität gezeigt in dieser Saison. Viele enge Spiele nochmal gedreht. Ich denke, dass wir insgesamt, wenn man das eben auch vergleicht mit anderen Mannschaften, vielleicht nicht die super Einzelspieler haben, aber als Mannschaft, glaube ich, sind wir einer der stärksten in dieser Liga, die sich dann halt auch immer wieder gegen diese Widerstände stemmt, die auch nach einer Führung dann eben auch nie verloren hat. Das sind so alles so Punkte, wo ich sage, da muss ich der Mannschaft ja ein großes Kompliment machen. Das haben sie in der Saison hervorragend gemacht, auch sind immer auch ein Stück weit enger zusammengerückt, auch wenn das dann für mich oder für alle eben auch teilweise schwierige Entscheidungen bedeutet hat, dass es eben mal, dass ich mal nicht im Kader bin, dass ich halt mal spiele, mal nicht spiele. Das sind ja immer Dinge, die auch in der Mannschaft schwierig sind, aber das haben wir gut moderiert und auch die Jungs, die, sag ich mal, die Führungsspieler haben das auf eine richtig gute Art und Weise hingekriegt. Und das ist da, denke ich mal, unser großes Plus, dass wir ein richtiger eingeschworener Haufen geworden sind. Und ich hoffe, dass wir das am Sonnabend auch nochmal ganz klar auf dem Platz auch zeigen können. Gab es für Sie denn so eine Art Schlüsselereignis in der Saison, wo Sie dachten, Mensch, das könnte ein ganz besonderes Jahr, eine ganz besondere Saison werden? Fragen Sie mich am Sonnabend nach dem Spiel nochmal. Das heißt, meine letzte Frage kann ich mir wahrscheinlich auch verkneifen, so von wegen, man sollte nicht nach ungelegten Eiern fragen. Ist der Kader, den Sie zur Verfügung haben, zweitligatauglich? Fragen Sie mich nach dem Spiel oder in
4 Wochen. Nach dem Spiel gibt es ja auch noch eine PK, dann kannst du deine Fragen vielleicht nachholen, Alex. Da muss der Beitrag leider schon fertig sein. Der soll im Nachlauf, wenn ihr aufgestiegen seid, ja, laufen. Das ist das Problem. Ja, für den Nachlauf beim NDR haben wir jetzt keine Zeit. Sorry. Andre Gericke von den NNN macht weiter. Ja, ich hätte vielleicht mal eine Frage zum Nebenmann. Welchen Anteil hat denn Jan Möbersrüben am Erfolg bisher? Ich glaube, 34 Spiele hat er gemacht. Ich glaube, eine Rotsperre, 2 Gelbsperren sind dazwischen gekommen. Sonst wären es wahrscheinlich alle Spiele gewesen. Können Sie mal seinen Stellenwert einordnen? Ja, also ich glaube ja, dass Jan im Großen und Ganzen die Erwartungen, die wir in ihn hatten, erfüllt hat. Also dass wir schon da auch nach dem Abgang von Kai halt auch einen kopfballstarken defensiven Mittelfeldspieler haben, auch jemand, der auch in der Dreierkette dann auch verteidigen kann, was er dann auch in Münster in der letzten Rückrunde gut gemacht hat. Und er hatte richtig gute Spiele und dann rutscht natürlich auch mal ein Spiel rein, was nicht so gut ist. Aber grundsätzlich, denke ich mal, können wir mit dem, was er gebracht hat, eigentlich zufrieden sein. Aber wie gesagt, auch abgerechnet wird auch Jan seine Leistung natürlich dann immer auch erst nach dem Sonnabend. Und da müssen wir eben alle auch nochmal liefern und auch er ganz persönlich. Jetzt ging es so um die Leistung auf dem Platz, aber können Sie vielleicht auch mal sagen, wie er vielleicht in der Kabine auch wichtig ist? Sie hatten ja die Führungsspiele angesprochen, die so ein bisschen die Mannschaft zusammenhalten. Wenn man so von außen drauf schaut, hat man so das Gefühl, dass er doch einer ist, der da eine wichtige Rolle spielt? Ja, er kann dann schon, weil er hat natürlich, jeder Spieler hat anders Zugang als der Trainer zu den Spielern. Und da hat er dann schon auch so ein Netzwerk, wo er die Jungs dann eben auch ganz gut erreicht. Manchmal würde man sich natürlich als Trainer wünschen, er würde auch auf dem Trainingsplatz dann nochmal hier und da ein bisschen fokussierter sein und den einen oder anderen nochmal auch dann mitreißen mit selbst eigenen guten Trainingsleistungen. Aber ein bisschen Potenzial muss er auch noch offen haben für die nächste Saison. Dankeschön. Weitere Fragen an unseren Cheftrainer? Sieht nicht so aus. Doch, ich hätte noch eine. Entschuldigung. Adrian Dipper von der Bild-Zeitung. Ach, jetzt komme ich schon. Sie haben zwar so ein bisschen gesagt, Sie wollen noch nicht zu optimistisch sein, weil die Ergebnisse am Ende der Saison so vogelwild werden. Können Sie mal sagen, aus Ihrer eigenen Erfahrung, sowohl als Spieler als auch als Trainer, haben Sie schon mal so ein Pferd vor der Apotheke gesehen mit einem Rezept in der Hand? Und wenn ja, wie ging es ihm? Ja, das sind halt... Ich erinnere mich jetzt schon noch jetzt nochmal so an so ein Pokal-Endspiel mit BRK. Wir waren halt, ich glaube, gegen Verbandsligisten gespielt. Wir hatten eigentlich eine gute Regionalliga-Saison gespielt. Und dann musst du halt das Pokalspiel dann eben auch gewinnen. Und dann war das halt schon noch ein zäher Auftritt. Am Ende hast du es dann eben geschafft. Aber die Mannschaft hat das im Vorfeld ein Stück weit den Gegner auch unterschätzt. Und das darf uns auf jeden Fall nicht passieren. Und dann, wenn man den Gegner nicht unterschätzt, ihn annimmt, und das werden wir auch auf gar keinen Fall tun. Ich denke, dann sind wir gut gewappnet, um das Spiel hier auch zu gewinnen. Wir haben ein Rückrundenspiel verloren und warum sollen wir jetzt am letzten Spieltag das zweite verlieren? Deswegen, wir sind dann schon auch optimistisch. Wir haben genügend Selbstvertrauen auch aus den letzten Wochen mitgenommen. Wir wissen, dass wir auch zu null spielen können und das ist halt mal eine gute Basis. Deswegen, ja, so eigene Erfahrung gab es dann als Spieler schon mal, dass es in die eine oder in die andere Richtung gegangen ist. Aber grundsätzlich jetzt keine Traumata, die man dann jetzt irgendwie noch mit sich rumschleppt. Okay, danke. Ich muss das Ding ja erstmal hinkriegen. Nee, das hat keine richtige Ausbildung. Das geht nicht. Komm, ich helf dir. Was das denn? Herr Trainer, das haben Sie kaputt gemacht, ne? Wir haben ja davon gesprochen, gute Stimmung. Hier hilft einer dem anderen. Das reden wir auch bei der PK. Ah ja. Klasse, so, ey. Ah ja, ich habe schon ein paar PKs mehr als du. Sehr gut. Nö, heute ein besonders schönes T-Shirt, das du dir herausgesucht hast. Ja. Das ist das Motiv unserer Dauerkarte. Vielleicht mal so eine kleine Randnotiz. In dieser Woche haben wir ja mit dem Start des Verkaufs für unsere Dauerkarte gestartet und in der Tat schon rund 3000 Dauerkarten verkauft für die nächste Saison. Vielen Dank an alle, die
ja, sich ihren Standplatz schon gesichert haben. Und wer das auch tun will, der kann das online tun. So, wir gucken aber jetzt erstmal noch auf diese Saison, auf das Spiel am Sonntag gegen Lübeck. Ja, was schätzt du denn, was uns da für eine Partie erwartet und vor allem die 7500 Zuschauer, die mit dabei sein dürfen? Ja, ich hoffe natürlich und grüße erstmal, dass das von uns aus ein Feuerwerk wird. Ich glaube, das ist ein Spiel, wo wir alles verlieren können und der Gegner alles gewinnen. Aber das darf uns auf jeden Fall nicht hemmen, sondern wir haben 37 Spiele in den Knochen und ich glaube, in dem einen Spiel müssen wir einfach nochmal alle an unsere Leistungsgrenze gehen. Dann ja, haben wir danach auch was zu feiern. Und ja, ich denke mal, mit Zuschauern, für jeden Fußballer sollte es eigentlich ein Extra-Push sein, weil für so eine Spiele spielt man Fußball. Man will nicht um die goldene Ananas spielen, sondern um die Früchte, die oben am Baum hängen. Und ja, die müssen wir uns nur noch ernten. Super, danke schön. Dann geht's los mit euren Fragen. Christian Lüsch von der Ostsee-Zeitung. Ja, schönen guten Tag in die Runde. Löwen, mich würde interessieren, der Trainer hat es gesagt, er setzt sehr viel auf Routine. Eigentlich soll nichts anders gemacht werden als vorher, weil das ja der Faktor des Erfolgs war. Wie wird denn, wenn du es ein bisschen detailliert erzählen könntest, dein Sonnabend bis zum Spiel oder auch bis danach ablaufen? Wie sieht der aus bei dir? Wann stehst du auf? Gibt es Cornflakes zum Frühstück etc.? Ja, wie gesagt, wird nichts anderes gemacht. Ich glaube, wir treffen uns wie immer im selben Hotel, essen zusammen, machen einen Spaziergang, fokussieren uns aufs Spiel und ja, dann gehe ich mal von aus, dass jeder am Spieltag ja, seine beste Leistung bringen wird und ja, danach dann auch seine beste Leistung bringen wird. Vielen Dank. Gerne. Ja, hallo. Ja, Lübe, schreib doch einfach mal, wie jetzt so der Gemütszustand ist. Ich meine, es kommt immer dichter, das Spiel. Ist es Nervosität, ist es Aufgeregtheit? Wie bist du so drauf? Wie fühlst du dich? Ja, danke erstmal für die zwei Fragen davor. Balsam war das für die Seele. außer die Sachen mit dem Training habe ich nicht verstanden, aber naja. Aber nee, ich glaube, wir, die ganze Mannschaft ist heiß. Wir haben schon gesagt, wir würden am liebsten am Dienstag, am Mittwoch, am Donnerstag schon spielen, weil wir so auf dieses Spiel hinfiebern. Und darum ist ganz klar, dass wir absolut heiß sind. Und ich gehe fest davon aus, dass jeder davon beflügelt ist, weil ich glaube, gut, in meinem Alter, so viele Jahre habe ich nicht mehr, aber wer steigt oder wer kann schon sagen, dass man mit seiner Mannschaft aufsteigt? Und ich glaube, das gibt auch so einen Push einem selber und dem ganzen Umfeld, das will man einfach miterleben. Und von daher brennt es einem richtig unter den Fingernägeln, dass man da raus will und die 90, 95, wie lang es auch dauert, Minuten abzureißen. Du bist ja schon mal aufgestiegen, ich habe mal nachgeguckt, 2013 Wacker Nordhausen, aber wahrscheinlich ist dann das doch schon der größere Erfolg dann. Ist es dann auch das beste Jahr gewesen, was du gespielt hast bisher? Wenn wir es erfolgreich bestreiten, auf jeden Fall, denke ich schon, ja. Also man träumt ja die ganze Zeit, man fängt hier an in der Sommervorbereitung und sagt, ey Jungs, komm, wie geil wäre eine geile Saison, dann ist Winterpause, du bist oben dran, sagst du, oh, komm, Rückrunde, müssen wir mehr Punkte holen als eine Hinrunde, hast da alles gemacht und jetzt ist es halt nur noch ein Schritt, der zu gehen ist und ja, wie der Trainer schon gesagt hat, ich glaube, wir haben so eine homogene Truppe, die für jeden da ist und wir haben so viele Spiele in der letzten Minute gerissen, auch viele, wir haben nicht einen, der 25 Tore geschossen hat, sondern wir haben viele auf viele Köpfe verteilt, oft zu Null gespielt und das Ding dürfen wir uns jetzt halt nicht mehr nehmen lassen. Ne? Letzte Frage von mir dann. Dann wird es ja mal wieder Zeit für den Hasenjubel, ne? Den wir zum ersten Spiel der Saison gesehen haben, dann vielleicht auch jetzt am Wochenende. Ja, hat Ronny mir auch schon gesagt. Ich habe gesagt, er soll sich keine Gedanken machen. Ich mache das so, wie ich, wo ich jünger war. Da habe ich den Club aufgeschlossen und habe ihn abgeschlossen. So habe ich es jetzt auch vor. Das erste Tor der Saison und das letzte.
Dann viel Erfolg, danke. Danke. Elisabeth, hast du auch noch eine Frage, ne? Ja, genau. Und zwar, wenn du jetzt direkt vor dem Spiel in der Kabine eine Mannschaftsansprache nochmal halten würdest, was würdest du deinen Jungs da jetzt nochmal so mitgeben? Was würdest du genau zu denen sagen? Die Ansprache macht zum Glück der Trainer. Aber ich glaube, bei so einem Spiel musst du nicht viel sagen. Ich würde sagen, Männer, geht raus, genießt es, seid wieder für jeden, für einen anderen da und danach liegen uns allen in den Armen. Also ich glaube, in so einem Spiel muss jetzt kein motivieren. Von daher, ja, glaube ich, muss man da nicht viel sagen. Ja, Moinle. Pascal Breyer hat vor kurzem noch gesagt, es ist ab jetzt eigentlich nur noch Kopfsache. Deswegen hat der wie schwer ist es? Der, bitte? Der Pascal Breyer hat seit 3 Wochen Kopfschmerzen. Ja, und wie geht's dir? Hast du auch welche oder bist du da so cool, so entspannt? Wie leicht ist es für dich oder wie schwer ist es für dich, den Kopf da auszuschalten? Ja, so ist ja jeder anders, ne? Aber ich freue mich einfach darauf, weil, wie gesagt, ich glaube, für sowas spielt man Fußball, man will erfolgreich sein, man will so hoch spielen, wie es geht. Und es ist jetzt ein Spiel, wo du dich einfach für ein ganzes Jahr belohnen kannst. Und mich persönlich beflügelt das. Ich glaube, da werden auch nochmal Kräfte freigesetzt in einem, die man noch gar nicht kennt. Aber wie gesagt, man darf jetzt natürlich auch nicht überpacen, ne? Das Hinspiel haben wir verloren. Ich weiß, ich bin mit Münster abgestiegen im letzten Spiel. Da passieren dann Sachen, die klappen dann einfach, weil du keinen Druck mehr hast. Und von daher, wie gesagt, wir haben alles zu verlieren. Aber ja, darum, also. Wir können auch alles gewinnen. Wir können auch alles gewinnen. Das ist es halt, ne? Das ist halt die Waage dann. Aber ich glaube, das sollte uns eher beflügeln statt lähmen. Und ja, in meinem Kopf ist eh mehr Regenbogen und Sonnenschein als alles andere. Von daher passt das schon. Alles klar. Du hast gerade schon gesagt, mit Münster abgestiegen damals. Davor warst du auch eine Zeit in der Regionalliga. Hast du dir das überhaupt nochmal so träumen lassen, dass es überhaupt nochmal zu so einem Moment kommen würde, in dem du mit deiner Mannschaft um den Aufstieg kämpfst? Also hättest du das so, ich sag mal, Ende der 20er noch für möglich gehalten? Nein, definitiv nicht. Darum bin ich auch sehr dankbar, dass ich in Münster halt nochmal die Chance bekommen habe, mich nochmal zu präsentieren, was dann natürlich schon ein Schlag ins Gesicht war mit dem Abstieg. Das tat schon weh, auch gerade weil ja, das letzte halbe Jahr da sehr intensiv war mit Corona bedingt und da hingen ja auch Existenzen dran. Und dann natürlich nochmal den Schritt hierhin zu gehen, wo natürlich dann auch nochmal eine andere Präsenz und eine andere Erwartungshaltung ist. Und wie gesagt, bis jetzt sieht es ja ganz gut aus. Alles klar, dann letzte Frage nochmal von mir. Die Frage hatte ich vorhin dem Trainer schon gestellt. Wer wäre denn dein Favorit oder beziehungsweise deine favorisierte Mannschaft für den Mitaufstieg? Also im Endeffekt denke ich, die besten Mannschaften sollen aufsteigen. Von daher, der dritte Platz muss auch noch Relegation spielen, aber ich denke, vom Zuschauer-Magneten her wäre 1860 schon eine schöne Sache. Und ja, die können sich ja belohnen, wenn sie jetzt gewinnen und dann haben sie von mir auch den Segen, dass sie hochgehen. Alles klar, danke. Ja. Die Hinspielniederlage in Lübeck, kann die aus heutiger Sicht vielleicht sogar ein Vorteil sein, weil man trotz des Tabellenstandes und des sicheren Abstiegs der Lübecker gar nicht Gefahr läuft, die möglicherweise zu unterschätzen? Also, ja, keine Ahnung, das Spiel wird wieder angepfiffen, dauert dann halt seine Zeit, ne? Also man weiß ja nie, was da passiert, aber ich denke, Lübeck hat trotz allem ihre Waffen mit den Einwürfen von Malone, wo wir auch das 0-1 bekommen haben. Von daher wissen wir schon, was die für Stärken haben, aber wie gesagt, ich will gar nicht so auf den Gegner gucken, weil wir haben Heimspiel, wir haben Zuschauer, wir können aufsteigen, also und das muss man sehen und da will ich nichts von Lübecks Stärken sehen, da will ich einfach nur uns auf dem Platz sehen, dass wir da alles niederreißen und das Ding ziehen. Danke sehr. Adrian.
genau. An dich meine Frage für den sehr, sehr theoretischen Fall des Aufstiegs. Und ihr habt euch ja höchstwahrscheinlich noch gar nicht damit beschäftigt. Aber ist denn eine Saisonabschlussfahrt in Corona-Zeiten, eine solche Sausefahrt überhaupt denkbar? Ist das, ich meine, es wäre nicht das Gleiche wie wie sonst? Gibt es da Vorgaben vom Verein oder ist das einfach gegebenenfalls am Sonntag nochmal in die Augen schauen und damit so eine Saison beendet? Also das war noch gar kein Thema. Uns wurde gesagt, sollte der Fall eintreten, dann müssen wir uns um nichts Gedanken machen. Darum erstmal Samstag ab 13:30 das ganze Leben auf dem Platz lassen und wenn man danach noch Kraft hat, denke ich, dann kann man zusehen, dass man den Rest des Tages überlebt, aber erstmal diese 90 Minuten und ich glaube, danach wird schon irgendwas passieren, aber das ist nicht unsere Aufgabe. Unsere Aufgabe ist, das Spiel zu gewinnen und alles andere sind andere für zuständig. Merci. So, dann gucke ich noch mal in die Runde. Gibt es noch weitere Fragen? Sehr schön, dann vielen Dank, dass ihr dabei wart. Wir freuen uns auf das Spiel am Sonntag. Vielen Dank an euch beide. Und ja, wir freuen uns insbesondere, dass wir 7500 Zuschauer mit dabei haben. Nicht vergessen, Angriff 13:30 Uhr. Vielen Dank, ihr beiden. Sehr schönes Shirt. Sehr gut.